Jo Leute, willkommen zurück zu Black Myth Wukong und in diesem Video zeige ich euch eine weitere Nebenquest in Kapitel 2 mit einem wütenden Tiger, einer Rasseltrommel und einem Kind. Also bleibt dran, wenn ihr Bock drauf habt und lasst gerne ein Abo da, falls euch das Video gefällt. Und jetzt fangen wir an. Wir beginnen unsere Reise am Windruh-Schrein und zwar in Kapitel 2 logischerweise. Hier seht ihr, wo der sich befindet, hier im Reisenmenü. Ja, und dann fangen wir jetzt mal an. Wir holen uns jetzt die alte Rasseltrommel. Das ist das Item, das wir auf jeden Fall brauchen, um diese Nebenquest abzuschließen. Und dazu laufen wir hier vom Schrein aus über diese Brücke. Ja, ich habe hier ein paar Gegner getötet, damit sie mir nicht hinterherlaufen und mich nerven. Und da vorne ist nochmal so ein größerer. Den habe ich einfach mal schnell gelähmt und bin an ihm vorbeigelaufen. Ihr könnt dann entweder ihn töten oder das gleiche machen wie ich. Und dann lauft ihr hier weiter. So. Und da vorne seht ihr schon so ein Tor. Das führt zu einer weiteren Brücke. Und auf dieser Brücke seht ihr gleich einen speziellen Mini-Boss. Wir laufen da erstmal hin. Und so sieht dieser Mini-Boss aus. Das ist ein Tiger-Lakai. Den zerstört ihr ganz einfach und dann bekommt ihr die alte Rasseltrommel. Damit geht's dann weiter zur nächsten Station. Wir reisen jetzt wieder ein bisschen und zwar zum Windsiegeltor. Da kommt ihr auch automatisch hin während Kapitel 2, wenn ihr ganz normal spielt. So, da ist das Windsiegeltor hinter uns eigentlich. Aber wir laufen jetzt erstmal hier nach oben. Und ich habe jetzt wieder alle Gegner ignoriert. Es bleibt wieder euch überlassen, ob ihr sie töten wollt oder nicht. Und dann geht es hier rechts rum, wo es dunkel ist. So, noch ein bisschen weiter. Hier kommt wieder eine Brücke. Und auf jeder Brücke ist irgendwie so ein schwerer Gegner. Ach, was heißt schwer? Ein größerer halt eben. So, ich habe den wieder gelähmt. Bin dann hier links rum weitergelaufen. So, und gleich wird sich der Bildschirm grau färben, seht ihr? Und ihr hört auch noch Stimmen. Dann drückt ihr auf Benutzen, also R2 auf der PlayStation. Dann werdet ihr mit der Rassel ein bisschen rumwedeln und anschließend kommen Gegner, die ihr alle töten müsst. Außerdem ist hier noch eine Truhe in diesem Gebiet hier. Genau in diesem Areal. So, und danach reisen wir wieder zurück zur Windruh, wo wir eben schon waren. Aber diesmal laufen wir nicht über diese Brücke wie vorhin, sondern laufen hier runter. Ja, folgt einfach jetzt dem Weg, den ich laufe, bis zur nächsten Station. Und dort müsst ihr dann wieder Benutzen drücken und mit der Rassel rumwedeln. So, hier geht's durch das Tor und dann gleich nach links. So, und da wären wir auch schon gleich. Hier färbt sich der Bildschirm wieder grau, seht ihr, und dann Benutzen drücken. Dann kommen natürlich wieder Gegner, wie eben auch. Die tötet ihr und ja, dann geht's weiter zur nächsten Station. Als nächstes müssen wir zum Dorf Sandtor. Dort seid ihr auch während der Story durchgekommen. Und wir klicken jetzt auf Dorf Sandtor und Dorf Eingang. So sieht das Ganze dann aus. Und jetzt laufen wir hier etwas geradeaus. Und dann halten wir uns rechts. Hier einfach über diesen kleinen Hügel. Und dann auf der anderen Seite wieder runter. Und da ist ein Steg. Oder eine Brücke oder was da war. Auf jeden Fall laufen wir hier ins Dorf rein. Halten uns erstmal rechts an diesem Baum vorbei hier. Und dann links rum. So, und dann da oben müssen wir links hoch. Okay. So, eigentlich geht es jetzt hier links rum. Ich bin rechts rumgelaufen. Weiß auch nicht warum, aber ist ja egal. Also auf jeden Fall ist es das Gleiche. So, da war eine Truhe, glaube ich, die ich vergessen habe einzusammeln. Sehe ich erst jetzt beim Schneiden. Schaut euch mal da genauer um. Und dann laufen wir hier geradeaus bis zu diesem nächsten Gebäude da vorne. Das hier. Dann die Treppe nach oben und dann hier wieder runter und jetzt färbt sich der Bildschirm wieder grau. Das bedeutet natürlich wie vorhin auch, ihr drückt auf Benutzen. Dann kommt eine Zwischensequenz, in der ihr wieder mit der Rassel rumwedelt und anschließend wird euch ein Kind begegnen. Und das Kind haut ab in den Brunnen, ihr müsst dem Kind folgen und ganz unten landet ihr dann beim Boss, der wütende Tiger. Und den müsst ihr natürlich töten, der ist wirklich nicht sehr schwer zu besiegen. Ein paar Versuche und das habt ihr auch noch erledigt. Die Belohnungen zeige ich euch jetzt nicht alle, da das eine Überraschung sein soll, damit ihr nicht gerade alles gespoilert bekommt. Ja, und das war's auch schon mit dem Guide, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen und lasst gerne Feedback da. Ich würde mich sehr über Kommentare oder sogar Abos freuen und würde sagen, ja, viel Spaß noch und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und bis bald. Bye, bye.